Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge zu Nicht-Metro. Nein, Whispered World sind wir. Was ganz anderes, was ganz harmloseres. Und genau, der Matthias hat sich nämlich sein Knie aufgeschlagen, wie man da unten sehen kann. Aber es geht ihm wohl halbwegs wieder besser. Na gut. So, also, wir wollten dem Bando, ja, der ist so traurig, ja, so kleine traurige Riese. Kleiner, trauriger. Ja, wir geben mal dem Bando seine Schaufel. Oder eigentlich ist es ja unsere Schaufel, ne? Wir haben die repariert, wir haben Kraft aufgewendet, diesen Mast dort rauszubrechen. Naja, gut, was tut man nicht alles für seine neuen Freunde, ne? Guck mal, ich hab dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Ja, endlich kann ich wieder Kohlen schaufeln. Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück! Und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird! Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik. Das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Ach, das ist ja putzig. Okay, gut. Hier gibt's nichts Neues. Nein, okay. Dann gucken wir mal hier drüben hin zu den Anzeigen. Vielleicht ist da ja jetzt irgendwas. So, das ist da unten. Da sind schon viele Sternschnuppen hier. Boah, sieht das schön aus. Und auch ein klein bisschen. Warte mal, ich muss gerade. Oh ja, hier. Ah, kaputtes Zahnrad. Es ist in der Mitte durchgebrochen. Alles geht in die Brüche. Ja, ich dachte aber nichts, da haben wir noch eins davon. Hier fehlen zwar ein paar Zähne, aber meine eigenen brauche ich noch. Zum Knirschen zum Beispiel. So. Guck mal. Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Richtig. Nochmal eine Presse. Das ist eine Perlenpresse. Ich glaube, damit werden Perlen gepresst. Nur so eine Vermutung. Wie du da nur drauf kommst. Die ist ein wenig zu groß, um Spuckekugeln zu machen. Nein, nein, nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, würde ich auf dieses Rad dort an der Seite tippen. Ja. Das machen wir aber ganz gut. Da unten gibt es noch einen weiteren Raum. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich könnte mir die Wirbelsäule brechen. Du bist ja optimistisch. Hallo? Ist da unten jemand? Keine Antwort. Aber ich höre Bando schaufeln. Luke! Ich bin dein Vater! Ich kann da nicht ohne Hilfsmittel runterklettern. Ich brech mir doch alle Knochen. So, dann gucken wir nochmal, ob wir die Leiter jetzt eventuell hier oben wegnehmen können. Das wäre ja richtig Knorke. Weil dann könnten wir die da eventuell hintun. Die Leiter bitte. Einmal mitnehmen. Ja, sehr gut. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, auf geht's. So, dann können wir doch bestimmt mit dieser Leiter einmal hier nach unten. Hey, Bando! Na? Ventilator. Trotz der Ventilatoren ist es hier unten kochend heiß. Ja. Ah, frische Luft mit dem interessanten Beigeschmack von Rost, Blei und Rußpartikel. Oh, das ist mir am liebsten. Das muss jetzt erst einmal warten. Wenn ich den Weltuntergang abgewendet habe, kann ich meine Hand immer noch in schnell rotierende Metallscheiben halten. Na gut, aber dann wirklich.
Ah, dieses frische Luft hat mich sofort wieder an Shoot is Money Too von Bully erinnert. Rein. Die Luft ist ja jetzt rein. Dimitris Tupakis. Austauschbandit aus Griechenland. Ach, schön. Wir haben einen Fan. Was macht denn der Fan? Ich finde kaum etwas faszinierender als große Feuerstellen, die fröhlich durch die Flammen tanzen, während sie lustig knistern, alles verschlingen. Guck mal rein. Wenn man ganz angestrengt lauscht, kann man Stimmen im Knistern der Flammen erkennen. Sie rufen nach mir. Das ist echt dunkel. Hier ist genau der richtige Ort, um sich die Hände aufzuwärmen oder um sich wahlweise Brandblasen zu holen. Das auch. Beides vielleicht sogar. Ich bin stolz auf mich. Ich habe heute einen Menschen sehr glücklich gemacht. Er weint sogar vor Freude. Ich störe ihn lieber nicht weiter. Er hat meinetwegen heute schon genug Ärger bekommen. Ja, das stimmt. Ich möchte lieber nicht zwischen ihn und seine Arbeit geraten. Er würde mich unversehens in den Ofen schaufeln und es noch nicht einmal merken. Vielleicht würde die Glut des Hochofens, aber wahrscheinlicher ist, dass es schon dann käme ich niemals auf die... Ja, okay, gut, dann... No? So viel Aufwand für so eine blöde Kugel. Okay, das kann man nicht hintun, schade. Ich dachte, wir können eventuell die Perle... mehr oder minder einschmelzen. Oh, warte mal, können wir die hier unten reinwerfen zum Einschmelzen? Ich behalte die Perle lieber als Andenken bei mir. Sie war der erste Coup in meiner Karriere als Langfinger. Okay. Das erinnert mich daran, wie ich früher immer Krematorium gespielt habe. Ich störe ihn lieber nicht weiter. Er hat meinetwegen... Nein, die Ventilatoren würden mir nur alles zerhäckseln und darauf kann ich verzichten. Ja, verstehe. Ich störe ihn lieber, er hat meinetwegen heute schon... Ja, sehr gut. Oha. Die Werte auf den Anzeigen sind sehr beunruhigend. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehe. Aber nur weil ich nicht weiß, was die Werte bedeuten, macht sie das nicht weniger beunruhigend. Ja. Die Werte auf den... Nicht, dass ich irgendwas... Aber nur weil ich nicht weiß, was die... Nee, das funktioniert ja nicht. Nein, oder? Nein, nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, würde ich auf dieses Rad... Das ist halt genau der Punkt. Also, das funktioniert so nicht... Wenn ich raten müsste, würde ich die zwei Zahnräderhälften einfach oben in die Schraubzwinge tun. Ich wüsste zwar immer noch nicht, wie ich die dann zusammenpresse quasi, aber... Zuerst mal zweitens. Aber wir kommen halt auch nicht hier auf dieses heiße Zeug. Wir haben hier nur die Anzeigen. Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon genug. Okay. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch... Naja, das ist ja auch... Ja, wenn Holle Gitarre spielt, denke ich mir immer den gleichen Spaß. Dann sage ich, ach ja, wäre ja auch schön, wenn ich das könnte, aber naja. Ich kann immerhin Geräusche mit meiner Achselhöhle machen. Ist doch auch was. Dann hier hin. Ich glaube zwar trotzdem nicht, dass ich die hier irgendwie zusammengepresst bekomme, aber... Und jetzt?
Nein, das muss nicht repariert. Nein, das muss nicht. Ja, aber mit der Perle kann ja auch. Das macht ja auch keinen Sinn. Nein, das Zahnrad wie ich. Ich behalte die Perle, sie war der erste Kuh. Nein, das muss nicht reparieren. Nein, das wie. Nein, das wie ich. Irgendwie müssen wir das jetzt hier noch. Verschmelzen? Ja. Unser guter Spot. Na dann wollen wir doch mal sehen. Genau. Die Hand sieht schon. Die sieht schon sehr creepy aus. Wie so eine kleine Zombie-Hand. Das war mir fast klar. Immer noch nicht. Okay. Eigentlich auch nicht. Ah ja, okay. Dreht sich sofort. Ich dachte, wir müssen dann vielleicht erst diesen Schalter drehen, dass dann irgendwas runterkommt und sowas. Deswegen war ich da gerade etwas vorsichtiger. So, das dahin, das dahin und das ist dahin. Wow, geschafft. Warum hört das jetzt auf einmal auf? Kann ich damit die Tür wieder nicht zumachen? Nötig. Die Tür ist bereits offen. Ach so, okay. Oh, das sieht ja schön aus. Das sieht ja wirklich schön aus gerade. Oh. Und auch gleich dieser Stimmungswechsel, ne? Schöner Wind. Sehr sanfte, schöne Musik dahin. Oh, das sieht. Oh, ganz viele Kerzen. Muss man alle auspusten. Fass. Ah, die Kerzen müssen wir dann wirklich alle auspusten gleich. Hm? Ein Fass, nichts weiter. Ach so, okay, können wir damit reden? Ja, genau, lecker. Regenwasser, njam. Besser als gar keins. Leer. Ja, was jetzt? Regenwasser oder leer? Entscheid dich. Wegwasser. Oh, was, hier geht's noch? Oh, da geht's noch lang. Durchgang verboten, Zutritt untersagt, kein Schritt weiter, Sperrgebiet, draußen bleiben, Yaki-Gebiet. Also rein. Kerzen aus und rein. Alles klar. Eine Hütte, wer da wohl wohnt? Lunachai wahrscheinlich. Ich sollte erst einmal gucken, ob jemand zu Hause ist. Dann guck mal, ob jemand zu Hause ist. Ich sollte erst einmal gucken, ob... Hallo? Ah, komm rein. Komm rein. Hey, Molachai, grüß dich. Na? Was ist ja schön hier. Für das Bett eines Eremiten sieht es ganz schön bequem aus.
Warum schläfst du um diese Uhrzeit eigentlich noch nicht? Dieses Rätsel hier lässt mir keine Ruhe. Ich frage mich ständig, ob ich nicht irgendetwas übersehen habe. Na bestimmt. Bist du müde, kleiner Mann? Nicht wirklich. Ich leide unter massiven Schlafstörungen. Warum machst du dich dann an meinem Bett zu schaffen? Schon gut. Dann halt nicht. Same. Was? Das hat sich gar nicht verändert gerade gehabt. Mulachai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. True. Darf ich hiervon etwas probieren? Nein. Es reicht gerade mal eben für mich selbst. Ich habe nicht häufig Besuch. Frag dich mal, warum. Na? Kann ich mir eines von deinen Gläsern mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Diese Kerze hier? Ja, nimm. Mach. Okay. Mulachai scheint in seiner Küche nur das immer noch... Darf ich hiervon etwas probieren? Nein. Ich frag dich... Frag dich mal warum. Finde ich immer noch gut. So, dann... Er ist in sein Spiel vertieft. Nett hast du's hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung. Aber du wiederholst dich irgendwie. Also manchmal ja, manchmal nee. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Wie meintest du das vorhin? Ich habe Kalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... Er ist aber auch gerade ziemlich ungehalten, der kleine Sedgwick, ne? Also, Mensch. Wo finde ich Kalida denn jetzt? Kalida... ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. Unter uns. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? Genug von Kalida. Wie du willst. Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich. Und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Ach, nichts. Wenn ein Computerspiel von 2014 mehr Ahnung vom Leben hat als gesamte Parteien, die unser Land regieren. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Der Wind... Ein kleiner
Ein kleiner Sturm Sedgwick braust seit kurzer Zeit über diese Insel. Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Nein. Nein? Ach komm schon, es ist wichtig. Wir könnten alle sterben. Nur Stillstand ist der Tod. Merk dir das. Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Dass es halt vielleicht doch möglich ist. Aber ja, ne, wenn unser Erdkern stillstehen würde, schwierig. Balance, schwierig. Wie war das noch? Es gibt genau... Sobald sie im Dunkeln mit den Fünf gemeinsam führt sie durch ihr Lied darum... Was spielst du da? Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Du wiederholst dich. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Oh. Gleichgewicht ohne Bewegung. Ist jetzt aber das Bewegen der Damen, ist das schon Bewegung oder? Na gut, pass auf. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Stehe. Na, warte mal, ich ziehe die erstmal alle komplett runter, damit ich erstmal hier Blick und sowas hab. So, der geht natürlich einmal diagonal dort rüber. Wenn wir jetzt also die da hinstellen, dann darf da keiner, also auf der gesamten Linie keiner und so nicht. Aber das würde gehen. So, damit dürfte hier und da nicht und auf der weißen Linie niemand. So, dann könnten wir hier hingehen. Von wem ist... Achso, von dem hier, ne? Oh, ne, von wem ist denn die hier jetzt? Ach, von dem. Genau, okay. Gut.
So, damit dürfte dann nichts da lang. Nichts da lang und nichts da stehen. Oh, das Auge krabbelt gerade wie verrückt. Meinst du den da so? Und dann... Nee, aber das geht ja nicht wegen dem da. Das funktioniert nicht. So würde ja jetzt erstmal alles gehen. Aber halt nicht... Oh, nee, das auch nicht. Was? Der in der oberen Mitte, eins nach rechts. Warte mal, wo waren die jetzt hier? Warte. Nee, genau, da sind die hier. Da bekriegen die sich. Ach ja, stimmt. Nee, das geht ja auch nicht. Mal so. Das geht auch nicht wegen dem da und das nicht wegen dem da. Da habe ich ja versucht. Ich bin ja hier oben, ne? Von hier und dann Springer. Eins links, zwei runter. Hier wieder, eins links, zwei runter. Das ist ja das, was ich am Anfang probiert hatte. Dann hier wäre dann wieder eins links, zwei runter. So. Und dann geht ja erstmal nicht mehr. So, und dann musst du weitermachen. Von hier aus. Eins links, zwei runter geht ja nicht. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, dann fangen wir halt hier an. Ne? So, und dann wieder eins links, zwei runter. Eins links, zwei runter. Und dann wäre eins links, zwei runter, aber dann ist das genau die Diagonale. Und genau die klappt dann wieder nicht. Das ist halt der Knackpunkt. Was? Bei der zweiten... Reihe? Meinst du so? Und dann halt... Nein? Okay.
mache es mal wieder nach oben. So. Jetzt meinst du 5b. Aber ist doch 5. Oder meinst du hier? Das geht ja nicht. Das geht ja wegen dem hier nicht. Mit die linke Reihe. Oder eins nach rechts. Nee, das geht ja eben nicht. Also so wäre es ja eigentlich perfekt, nur das geht halt nicht. So, und da aber alle anderen hier oben ja schon belegt sind, kann ich das auf keiner Sache hier unten hinlegen. Das Einzige wäre... Warte mal. Nee, das geht halt auch nicht. Ja, das ist das gleiche Problem. Nee. Achso, na und da geht auch das nicht. Ne. Okay. Achso, ja, das geht wegen dem nicht und das, okay. Gut, das passt also noch. Ja, und jetzt hört es halt hier schon wieder auf, ne? Weil auf der Ebene kriegst du halt keins zustande eigentlich. Das geht da hoch, das hier wäre das. Das sowieso nicht. Und hier sind alle schon belegt. Das ist eigentlich wieder der gleiche Anfang da. Und hier hast du dann als mit der Logik, so ich habe jetzt versucht, quasi das im ähnlichen Verfahren mit Springer, aber halt mit einem Versetz dann zu machen und dann aufeinander zulaufen zu lassen, aber da hört es hier schon auf. Weil wenn ich das mache, habe ich den, wenn ich da mache, habe ich den, das sowieso, das auch. Hier oben genau das gleiche, wenn ich den habe, obwohl, nee, mit dem hier geht es doch noch. Ja, doch, mit dem geht's noch. Okay. So, dann macht der den, aber das geht schon nicht mehr wegen dem da. Das geht nicht wegen den beiden. Das sowieso nicht. Ja, und dann hört's auch schon wieder auf. Also, das geht auch nicht. Boah.
So, wir fangen nochmal, ne? Das ist jetzt hier nur, dass wir es auch irgendwo abgestellt haben, so. Okay, das kann sein, das kann sein. Dann fangen wir mal... Gehen wir mal hier genau in der Mitte. So, und machen so. Und so. Oder vielleicht sogar so. Geht das? Ja. Der muss dahin. Weil da geht's nicht wegen dem. Also das ist tabu, das ist tabu. Das ist auch tabu. Also können wir nur noch hier hin. Der muss dann da oben hin. So, dann gucken wir weiter. Die 4 kann hier nicht, kann da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Das würde gehen. Nur das würde gehen. So, guck mal hier an der 5. Der würde gehen. Tatsächlich. Na, weil wenn wir jetzt die jetzt mal sozusagen hier runternehmen, würde der hier oben, wie wir ja sehen, hat keine Probleme. Die beiden haben jetzt nur Probleme wegen denen, die hier unten stehen. So, jetzt nehmen wir den. Der hat automatisch mit dem ein Problem. Den könnten wir aber, könnten wir den hier tatsächlich hier unten lassen, sozusagen. Das geht nicht, das geht halt auch nicht. Den könnten wir da hinlegen. Das wäre noch okay. So, und jetzt bräuchten wir hier oben. Da geht der aber nicht. Ja, das ist aber genau der, wo er hin muss. So, dann können wir uns für den hier noch einen anderen suchen. Aber geht halt auch nicht. Hört's dann auch schon wieder auf. Ach ja, der da. Das geht aber auch nicht. Wir können natürlich auch überspringen, ne? So ist es nicht. Ach, hier sind ja sogar noch Zahlen aufgemarkert. Und Buchstaben, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe immer hier drüben geguckt, aber nicht hier unten und da. Aber es macht ja nichts. Okay. Dann lass uns doch mal an deinem Wissen teilhaben. Du,
kannst ja eventuell wenigstens den Anfang verraten oder sowas, keine Ahnung, und dann gucken wir mal. Weil so richtig, also ich könnte jetzt hier noch ewig dran rumprobieren und überlegen, aber ich will es halt auch nicht in die Länge ziehen. Wenn ich das jetzt ohne Stream aufnehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich noch eine ganze Menge weiterprobieren, aber so habe ich jetzt wirklich keinen Ansatz direkt. Jetzt gerade mal noch nicht rüber, weil ich gerade noch was probiere, aber ich glaube nicht, dass es... Springerpositionen nach unten rechts. Also dahin, dahin. So, erstmal. Hey, ich glaube, ich habe es geschafft. Die Damen können sich nicht mehr gegenseitig schlagen. Tatsächlich. Das ist bemerkenswert. Danke. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tja, du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Du hast mir ein neues, weitaus schwierigeres Rätsel aufgegeben, junger Mann. Ist am Ende so etwas wie eine Balance durch Stillstand doch denkbar? Ich werde wohl mein Werk auf dieser Insel überdenken müssen. Das heißt, du wirst keine mysteriösen Reden mehr schwingen? Ich werde vor allem erst einmal keine Kerzen mehr anzünden. Wer bin ich auch, dass ich besser wüsste als der Wind, wann ein Licht lange genug gebrannt hat? Ein Nichts. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Yay! Danke, Matthias. Ja, es ist halt so dieses, du willst immer das, ne, so gleichmäßig wegmachen, aber halt nur in eine Richtung mal weiterzumachen. Das hast du dann halt doch nicht, oder hat man dann doch nicht dran gedacht, ne? Schade. Na gut, ich glaube, die Folge ist auch lang genug geworden. Und in der nächsten pusten wir ein paar Kerzen aus, würde ich sagen. Denn... Sturm Sedgwick fegt über die Insel. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und cheerio.